Guten Morgen, Trader. Willkommen zur Dienstagsbesprechung unserer aktuellen Handelsideen heute im Euro-Schweizer Franken. Wir blicken in den Schweizer Aktienmarkt, den SMI 20. Den britischen Pfund Kandola haben wir heute ebenfalls auf der Uhr und den Martin Gösch habe ich heute hier live dabei. Er wird ja ab morgen während meines Urlaubs hier die Vertretung für mich übernehmen und jeden Morgen gute, interessante Chartsituationen herausfiltern. Den nehme ich nachher live mit in die Sendung. Da wird er ein paar Worte sagen zu sich, zu dem, was er hier tut. Und da kennt auch jeder schon mal sein Gesicht für die, die auf der World of Trading nicht dabei gewesen sind. Bevor wir hier reingehen, natürlich wie immer der wichtige Risikohinweis. Sie wissen es selbst, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das zuerst genannt. Und dann gehen wir zu den Nachrichten für heute. Gibt es am Nachmittag ein paar Nachrichten aus den USA. Wir sehen es hier, die Baugenehmigung für den Monat Oktober, die kommen raus. Das ist ja eine wichtige Stellquote für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Das habe ich ja gestern auch gesagt. Das ist ja bei uns in Deutschland genau das Gleiche. Die Baubeginne gibt es, die Wohnungsbaubeginne. Dann gibt es noch eine Rede um 15 Uhr von einem FOMC-Mitglied und dann wie dienstags immer die API-Rohöl-Lagerbestände. Da gibt es meistens so eine kleine Trendvorhergabe, was wir dann am Folgetag hören, wenn wir den Rohöl-Lagerbestand, den offiziellen in den USA bekommen. Bevor wir jetzt in die Handelsideen reingehen, wie immer noch der Hinweis, wer eine Frage hat, bitte direkt rein in die Chats. Ich mache mir gerade nochmal das Fragefeld hier von GoToWebinar auf und dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt hier mit ein. Das also hier noch als kleiner Hinweis oder kleine Bitte. Und wir schalten jetzt hier direkt einfach auch einmal um in die Währungen. Wir starten hier mal mit dem Euro-Schweizer Franken. Jetzt sehe ich hier gerade wieder ein paar Linien, die nicht sein sollen, wie sie sind, aber das ist überhaupt kein Problem. Dann erzähle ich hier ein bisschen und in der Zeit mache ich die Linien ordentlich, wo sie hingehören. Worum es mir hier aktuell im Euro-Schweizer-Franken gibt, das ist der Tageschart, den wir hier an dieser Stelle sehen, ist folgende Situation. Wir sehen es, wir sind hier verortet momentan innerhalb eines gültigen Abwärtstrends. Ich mache das Bild mal noch ein bisschen kleiner, da können wir sehen, wo wir herkommen. Wir haben es ja lange Zeit gehabt, der große Markt, der kam ein ganzes Stückchen von oben nach unten runter und jetzt haben wir hier seit geraumer Zeit einen größer laufenden Aufwärtstrend. Hier haben wir es gesehen, das letzte Zwischentief haben wir gehabt, unten um die 108,324. Das Trendhoch ist gelaufen bis in diesen Widerstandsbereich hier drüben, von diesem alten Korrekturhoch des Abwärtstrends. Das ist hier der Bereich um die 1,106. Und da haben wir gesehen, hier oben in diesem Bereich ist der Markt nicht richtig mehr zum Zug nach oben gekommen. Und es hat sich hier, wir haben es gesehen, nochmal von der Erklärung her, das Handelssetup hatten wir an anderer Stelle schon mal besprochen, hier um die Trendbestätigung. Das heißt, fallende Hochs, fallende Tiefs und wir sind schön weit reingelaufen. Wir hatten damals gesagt, Anlaufpunkte auf der Unterseite, das sind immer interessante Marker, die wir gehabt haben, wenn der Markt hier mal so in der Aufwärtszunahme korrigiert hatte und das war hier unten die 1087 und wir sehen es, er ist da unten reingedippt und direkt wieder nach oben mitgelaufen und das war der Auftakt dieser aktuell laufenden Korrektur. Und wenn wir uns diese Korrektur mal anschauen, die hat schon noch etwas Potenzial zur Oberseite. Wir sehen es ja, der Markt orientiert sich aktuell wieder an diesem gestrigen Tageshoch, läuft nach oben weiter. Und der nächste Anlaufpunkt hier, wo wir als Händler einfach mal hinschauen müssen, ob es möglicherweise zu einer Umkehr der Trendrichtung oder der Bewegungsrichtung der Korrektur, die wir momentan haben, kommen könnte, wieder auf Richtung untergeordneter Kurse. Das ist hier dieses Trendbildungslevel, als wir hier unten drunter gelaufen sind, die Marke von ungefähr 109,743, das ist das Tief hier drüben gewesen. Das bleibt spannend. Wenn wir nämlich drüber laufen, dann haben wir auch Chancen einer Korrekturausdehnung. Wir wissen ja, rein technisch bleibt dieser Trend hier so lange intakt, bis wir oben über diesen Hochpunkt hier drüber gelaufen sind. Hier im Hoch, was haben wir gehabt? Das Level um die 1,10,583. Das gucken wir uns jetzt mal in der Stunde an, weil im Tageschart haben wir es ja schon gesehen, die wichtigen Level hier habe ich wieder Magentafarben markiert. Und da haben wir es jetzt hier sehr schön zu sehen. Das ist der Widerstandsbereich. Da haben wir auch ein Korrekturhoch dieses Abwärtstrends laufen. Na, dieser Abwärtstrend ist ja beendet. Hier unten sind wir durchgelaufen. Deswegen haben wir in der Stunde einen validen Aufwärtstrend.
Und den kann man natürlich sehr, sehr schön auch im Intraday-Trading zum Traden benutzen. Wer das Ganze nach oben hin traden möchte, weiter als korrektive Phase mit dem Trend in der Stunde als Richtungsgeber, der legt sich einfach auf die Lauer und schaut, wo haben wir denn Anhaltspunkte auf der Oberseite gehabt, wo der Markt schon mal gedreht hat und es hier möglicherweise wieder tun wird, wo Wahrscheinlichkeiten da sind. Und da haben wir so ganz grob über den Daumen hier oben dieses Level um die 1,10, 1,55 und dann hier drüben dieser Schwungbereich um die 1,10, knapp 3 ist das, was wir hier oben haben. Also dieser Bereich hier, da bitte nicht unbedingt hier auf den Mini-Zähler festlegen, aber das ist mal so ein Bereich, den man da durchaus mit annehmen kann für entsprechend hier die korrektive Phase. Das ist die Oberseite. Kommen wir allerdings nicht über diesen Widerstand hinaus oder wir drehen hier in diesem Bereich direkt wieder um, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Und da haben wir natürlich dann, wenn wir wieder die Abwärtstrendbewegung kriegen, Marker liegen, die interessant sind. Und das sind dann hier zum einen erst einmal dieses Zwischenlow hier im Aufwärtstrend, die Marke von ungefähr 1,0390. Und dann sehen wir es, hier hat man ein Spike-Tief, also ein Korrekturtief in der Stunde um die 1,091,94 und dann haben wir hier die 1,089 und dann haben wir hier unten schon den Bereich des aktuellen Tiefs, was wir hier auf Tagesbasis haben. Und wenn wir dort unten reingelaufen sind, dann haben wir die Chance, auch weiter noch nach unten zu laufen. Das Ganze hier mal noch im Blick gesehen. Wenn wir hier drunter laufen, haben wir die nächsten Support-Level hier unten. Wir sehen es um die 1,083 beziehungsweise hier dann das Tief bei 1,087. Und das wäre dann auch das Level, wo es nicht runterfallen darf im Sinne des deutlich drüber liegenden Trends. Wenn ich das nochmal kurz kleiner zoome, sehen wir es. Hier, dieser Aufwärtstrend ist ja weiterhin valide. Er ist halt einfach nur sehr, sehr stark korrigiert worden. Und wenn wir hier unten drunter laufen, das wäre halt ungünstig, weil dann wird dieser Trend rausgenommen und dann hier unter 1,8324, was das Tiefe gewesen ist, dann ja, ist dieser Aufwärtstrend auch passé aus dem Markt rausgenommen. Da muss man mal schauen, was hier am Jahrestief dann passiert. Also wir sehen, wir haben Chancen zur Oberseite für eine korrektive Ausdehnung. Möglicherweise kommt es durch die korrektive Ausdehnung auch zum Bruch des übergeordneten Trends. Also wir haben schönes, viel Potenzial auf der Oberseite. Aber wenn wir rumdrehen und wir merken, der Markt möchte noch nicht nach oben, dann können wir uns schön im Kleinen, im Kurzen an den entsprechenden Tiefs im Stundentrendverlauf orientieren. Und mit dem Verlauf und der Orientierung geht es jetzt weiter und zwar mit dem SMI, also dem Schweizer Markt hier an dieser Stelle. Ich hole ihn mal eben rein. Das Ganze auch im Tageschart. Wir haben es gerade im großen Bild gesehen im SMI. Wir haben hervorragend einen schönen laufenden Aufwärtstrend. Auch hier haben wir es gesehen, Ende letzten Jahres ging es hier schön dynamisch, trendig mit nach oben. Und jetzt sind wir hier über das Allzeithoch drüber gelaufen mit einer schönen Bewegung, haben die korrigiert. Und wir sehen es jetzt hier, wenn wir das mal etwas näher rannehmen. Wir haben hier oben eine Bewegung oder eine korrektive Phase gehabt, die ihr Low bei ungefähr 10.217 Punkten oder das ist ja das Tief hier unten gewesen, gefunden hat. Und wir laufen jetzt schon wieder hoch. Das heißt, wir sind gestern ins Allzeithoch hineingelaufen und wir haben noch Potenzial nach oben, weil so wie es scheint, läuft der Markt auch weiter nach oben. Das heißt hier, das Tageshoch von gestern war gestern auch gleichzeitig das Allzeithoch, hier die Marke von 10.381 Zählern. Und wenn ich jetzt mal überlege, wo könnte der Markt denn rein vom Potenzial her hinlaufen? Weil wir sind ja am Allzeithoch und wir wissen ja selbst, Allzeithochs werden momentan häufig auch gekauft. Dann brauchen wir ja irgendwelche Anhaltspunkte, weil da oben haben wir ja nichts, an dem wir uns aus der Charthistorie heraus orientieren können. Und da habe ich mich gestern in der Vorbereitung einfach mal hingesetzt und habe gesagt, okay, schauen wir doch einfach mal, wie tief war denn die Korrektur und machen was total Simples rein vom Potenzial. Das ist ja etwas, das man häufig sieht, dass einfach das, was an Korrektur gekommen ist, auf alle Fälle mal nach oben drauf kommen kann. Und dann liegen wir bei einer Fortsetzung hier ganz grob über den Daumen im Bereich von 10.500 Zählern, was wir hier oben als Potenzial noch mit haben, wenn es den Markt schön nach oben mit reinschiebt. Und das ist das hier. Die aktuell laufende Bewegung, das sieht man im Tageschart, das geübte Auge sieht das schon. Wer aber das Ganze auf Stundenbasis sehen will, sollte es doch zu einem Abprall kommen und wir korrigieren, können wir uns hier an den Tagestiefs nach unten hin auch orientieren, wo mögliche Korrekturanlaufpunkte sind. Unter dieses Tief hier bei 10
271, nein, bei 10.217, da sollte es natürlich nicht fallen, weil dann ist hier dieser laufende Trend, den ich Magenta markiert habe, halt einfach in Gefahr. Und da würden wir sehen, dass die Woche in die Korrektur übergeht. Nur diese Anzeichen haben wir momentan definitiv noch nicht. Also wir blicken noch mal kurz in die Stunde, um das kurzfristige Bild hier anzugehen. Und da sehen wir, was ich gesagt habe, schaut, wir sehen hier schön den nach unten laufenden Trend während der Korrektur. Mal schauen, ob ich das ein bisschen größer noch hinkriege. Ja, das ist doch das, was ich will. Also hier hat man schön den Abwärtstrend hier, schön laufend sehen hier das letzte Korrekturhoch. Dann sind wir drüber gegangen, haben einen Aufwärtstrend gemacht und hier sehen wir den Markt schön nach oben trenden. Und solange wie der Markt nach oben trendet, dann haben wir hier die Fortsetzung und können uns schön nach oben mit orientieren. Und bei der Orientierung nach oben komme ich noch zum Chart im Währungsbereich und zwar britisches Pfund, kanadischer Dollar. Auch hier haben wir mittlerweile wieder schön eine Orientierung zur Oberseite hin. Wir sehen es hier am Laufen, auch hier ein schöner grüner Abwärtstrend. Untergeordnet hat der Markt zwischendurch vor dem letzten Hoch nochmal etwas gebounced, also ist ein bisschen hin und her gesprungen. Gestern sind wir dann drüber gelaufen, wir sehen es hier im Tageshoch, sind wir auch über dieses Widerstandslevel hier gelaufen. Da muss ich mal kurz noch was in den Vorraum bringen. Das heißt, dass wir die Marke hier auch sehen. So, da haben wir es. Also die Marke ungefähr von 1,71 an dieser Stelle. Und das ist das, was wir hier in diesem Bereich auch sehen. Der Markt, wenn er drüber will, über das Tageshoch von gestern drüber steckt, hat halt sehr, sehr gute Chancen, in den nächsten Widerstandsbereich reinzulaufen. Und wenn wir uns da mal an der Chart-Historie orientieren wollen, das ist dieser Markt hier drüben, als wir diesen Abwärtstrend gebildet haben, hier unter diese wichtige Marke drunter gelaufen sind, dass die 10,73,150, das hat der Markt hier offen, sobald wir übers Tageshoch von gestern fortlaufen, das interessanterweise. Sollte es zu einer Umkehr kommen, das heißt, dass wir doch nochmal kurz durchatmen, also wie ich das so schön sage, immer noch etwas kontrahieren, bevor wir durchstarten, dann müssen wir uns ein bisschen nach unten orientieren und da hilft uns wieder der Blick in die Stunde. Da sehen wir nämlich schön den laufenden Aufwärtstrend und ein wichtiger Marker wäre mal hier unten. Dieser Bereich bei 1,70, 2,63, das wäre mal der erste Anlaufpunkt, wo ein stabiler, starker Markt durchaus direkt weiter durchstarten kann, wenn wir nicht gleich zur Fortsetzung dieses Aufwärtstrends hier weiterlaufen können. Das ist also hier der Blick in die Stunde nach unten hingerichtet. Für tiefe Korrekturen sollte es also einen Weg nach unten weitergeben. Klar, dann helfen uns hier auch die Korrekturtiefs in diesem aufwärtsgerichteten Abwärtstrend. Und das wäre hier nach dem Trendbruch die nächste Marke bei 1,697. Und dann haben wir hier unten noch das Level um die 1,68,841. Hier unten drunter bei 1,68,504 sollte es nicht laufen, weil dann haben Long-Szenarien erst einmal relativ wenig zu suchen. Dann könnte es noch deutlich nach unten gehen, weil dann dieser magentafarbene Trend auf Tagesbasis hier, dieser kleine untergeordnete, definitiv auch mit rausgenommen wird. Also auch hier, wir haben Potenzial in beide Richtungen, präferiert erst einmal die Fortsetzung der Stunde, der Trend ist noch intakt und das Ganze dann für die heutigen Handelsideen hier im britischen Pfund Kandler. So, und bevor ich jetzt gleich in die Überleitung zum Martin rübergehe, schaue ich mal ganz kurz noch, ob wir Fragen haben. Ja, wir haben noch eine Frage, Neuseeland-Dollar, japanischer Yen und Gold. Na, die gucken wir uns natürlich gerne noch an. Ich starte mal mit der Währung. Mal gucken, dass ich jetzt hier gleich den richtigen Chart bekomme. Neuseeland-Dollar-Yen. Ich freue mich, dass wir auch immer mal Fragen zu Nebenwährungspaaren bekommen, weil wir haben natürlich eine große Liste, die wir hier traden können. So, also Neuseeland-Dollar-Yen. Wartet mal, ich mache das mal in einem sauberen Fenster auf. Das ist mir hier, gefällt mir hier nicht. Da ist zu viel gekritzelt drin. Neuseeland Dollar Yen, einfach auf neues Chartfenster klicken. Wir gucken uns das Ganze mal im Tageschart an. Wir haben ja gerade gesehen, untergeordnet in den kleineren Zeitbereichen haben wir hier natürlich einen Abwärtstrend gesehen. Verortung hier aktuell in einem schönen Aufwärtstrend. Gute Frage. Was wir hier sehen, ist etwas, das besprechen wir hier in den morgendlichen Handelsideen auch recht häufig, ein Korrekturmuster. Und zwar, ich zeichne es euch mal ein, wir haben hier laufend aktuell einen Aufwärtstrend in diesem Bereich hier, Bewegung, Korrektur. Und dann sind wir hier schon oben drüber gelaufen. Das heißt, aus rein technischer Sicht befinden wir uns hier in einem Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend läuft momentan seitwärts hier auf relativ hohem Niveau. Das heißt, wir haben hier eine hohe Flagge, wie ich das Ganze aus den Korrekturmustern heraus nenne, und das haben wir
als Seitwärtsphase. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ich als Trader, Mike Seidel, sage, solche Dinge zeigen mir einfach, dass der Markt auf hohem Niveau, auf relativ hohem Niveau über die Zeitachse hin und her läuft. Und wir haben ja diejenigen, die mit dabei gewesen sind auf der World of Trading, wir haben ja vom Dirk Hilger genannt oder gelernt, es gibt nicht nur aufwärts und abwärts, sondern auch, was hat er gesagt, seitwärts. Die meiste Zeit läuft der Markt seitwärts, sagt er, im großen Bild stimmt das auch. Das heißt, das ist dann die Trendbewegung über die Zeit. Und so sieht es auch in den Korrekturmustern aus. Wir haben halt hier aktuell laufend eine Korrektur über die Zeit. Wir haben oben den Deckel drauf. Mal kurz gucken, wo wir sind bei Marken von grob hier oben. Was haben wir drauf liegen? Ungefähr, naja, die 70 und unten ist hier begrenzt der Boden sozusagen bei 68,88, 68,9 in diesem Bereich. Für Intraday-Trader, also kurzfristige Händler, sehr interessant, von unten nach oben, von oben nach unten. Ich persönlich handle in der Mitte sowas nie, weil ich in der Mitte immer wieder sehe, da kommt der Markt hin zurück. Das heißt, da kann ich relativ wenig herauslesen, ob wir eher steigen oder fallen. Wenn wir an den Extremen sind, ist es immer interessanter, weil dann Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite mit liegen. Wir sehen, von oben sind wir häufig wieder in die Mitte gelaufen, von unten auch, da ist das viel, viel interessanter. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal für den Tageschart auch anschauen, dann werden halt zwei Marker wichtig. Bricht der Markt unten drunter, kommt es zu einer Ausdehnung nach unten hin, das heißt über die Preisleiste. Und da wäre für mich jetzt interessant, mal dieser Bereich hier unten, was wir hier machen, weil wir haben hier so einen kleinen Schwung nach oben gehabt und hier hat der Markt mal innegehalten in diesem Bereich um die, naja, knappe 68, was das hier unten sind. Das wäre interessant, wenn wir drunter laufen. Brechen wir allerdings direkt oben drüber durch, also schafft es der Markt irgendwann sich zu sammeln und nach oben zu laufen, dann können wir uns hier drüben ein bisschen an der Charthistorie auch orientieren. Das heißt, wir haben ja gesehen, hier drüben in diesem Bereich hat sich der übergeordnete Abwärtstrend fortgesetzt. Und das wäre dann mal eine Marke auf der Oberseite, wo wir durchaus wieder etwas Orientierung finden können. Das heißt, das wäre mal der Widerstandsbereich hier drüben um die Marke von grob, was haben wir hier drüben liegen? Naja, 73, 72, 73 in diesem Bereich. Das wäre durchaus drin, wenn wir schön nach oben hin mitlaufen. Und diejenigen, die sich sagen, Mensch, ich pfeife da drauf, was der Seile sagt, aus der Range heraus, wenn wir da nach oben laufen, da möchte ich auch mit reingehen. Der guckt ganz einfach, kann man das machen, das ist kein Problem. Der guckt in dem Moment, wenn er den Ausbruch traden möchte und dann in diesen Bereich hier oben reinlaufen möchte, einfach mal in die kleineren Zeiteinheiten. Ich nehme mir jetzt hier zum Beispiel mal die 15 Minuten raus und dann gucken wir uns einfach mal kurz die Range hier an und hier haben wir es halt, wenn wir jetzt wieder einen Aufwärtstrend in den 15 Minuten bekommen würden, dann wäre das ja wieder ein Trend, der in der untergeordneten Zeiteinheit erst einmal wieder in Richtung sozusagen der übergeordneten Dynamik läuft und wer das Ganze machen möchte und sich sagt, hier, wir gehen mal von einem Bruch aus nach oben hin und sagen, gut, wenn das jetzt tatsächlich hochläuft, dann haben wir ja rein von der Planung her in den 15 Minuten dann tatsächlich einen Aufwärtstrend, der uns dann ein Stück weit nach oben schieben könnte. Na klar, das kann man machen. Man muss das Ganze immer nur zum entsprechenden Handelssetup anpassen und dann geht das Ganze auch zu machen. So, das wäre das eine. Und dann haben wir noch eine Frage zum Goldpreis gehabt. Gold nehmen wir uns auch mal rein. Gold läuft ja momentan etwas hier weiterhin im Abwärtstrend. Und wir hatten Gold übrigens besprochen, als wir hier unten reingelaufen sind. Hier sieht man noch meine Skizzen, die ich gemacht hatte. So von den reinen Erwartungswerten her, dass wir sagen, hier unten ist halt ein Bereich. Wir hatten hier das Trendtief, wir hatten hier das alte Ausbruchslevel. Das ist ein Bereich, eine Marke, die findet durchaus immer mal Beachtung für eine Gegenbewegung an sich. Und die haben wir jetzt hier auch bekommen. Wir sind hier nur zögerlich runtergelaufen. Jetzt gehen wir hier mit nach oben. Das heißt, wenn es hier zur weiteren Ausdehnung zur Oberseite hinkommt, naja, dann haben wir hier unten wieder die Marke von knapp 1480 Dollar als Anlaufpunkt in die korrektive Phase und hier oben dieses kleine Zwischenhoch der Stunde gilt natürlich auch. Das heißt, wir sind jetzt hier momentan im Gold in einer Korrektur, auf Tagesbasis verortet in einem Abwärtstrend. Das große Bild auf Monate bzw. Wochen schaut ein bisschen anders aus, aber wir sind jetzt hier in der Korrektur dieser ganz, ganz großen Bewegung auf Wochen- bzw. Monatsbasis. Da ist das Bild etwas anderes und diese können wir ja fürs zeitnah fürs kurzfristige Trading immer wieder nutzen. Ne? Und wer sich jetzt hier eine Meinung bilden will, der guckt sich einfach mal die Stunde an, hier in diesem ganzen Bereich. Und in der Stunde sehen wir halt jetzt hier
dass der Markt nach oben trendet hier. Ich skizziere das Ganze, was ich damit meine. Das heißt, hier haben wir den ersten Schub nach oben gehabt, hier die Korrektur nach unten. Und jetzt wird es halt interessant. Schafft es der Markt hier drüber? Haben wir hier in der Stunde jetzt einen Aufwärtstrend am Laufen, der dann durchaus das Potenzial hat, halt ein Stück weit nach oben hin zu laufen. Und dann haben wir hier, ich habe es gerade auf Tagesbasis gesehen, das erste Bereich, der interessant sein könnte, ist die 14 knapp 80. Aber viel, viel wichtiger ist hier dieses Korrekturhoch in meinen Augen von knapp um die Marke von 1494 Zählen. Da könnte es durchaus erst einmal hingehen. Wenn es weiterläuft, hier oben haben wir noch die Latte drin liegen von dieser längeren Seitwärtsbewegung um die 1517 US-Dollar. Das ist alles nach oben offen. Entscheiden wird sich das Ganze, wie die Richtung kurzfristig weitergeht, wenn wir hier über dieses Hoch oben drüber laufen. Dann haben wir hier den von mir grün skizzierten Aufwärtstrend nämlich da. Und dann können wir durchaus mit einem richtungsführenden Stundentrend erwarten, dass der Markt noch einiges nach oben läuft. Wenn wir allerdings direkt abprallen, ist das wiederum ein kleines Zeichen von Schwäche und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass wir direkt aus dem, was wir jetzt auf Tagesbasis auch an Korrektur gesehen haben, wieder rumdrehen und dann den Weg nach unten angehen. Das wird sich dann zeigen, wie wir es hier haben. Wir haben es ja auch gestern gesehen, die Aktienmärkte immer mal so ein bisschen hin und her geschwungen, aber diese Schwingereien an den Aktienmärkten haben auch wieder dafür gesorgt, dass tiefere Kurse aufgekauft wurden und an solchen Unsicherheitstagen an den Aktienmärkten haben wir gemerkt, kriegt das Gold immer mal so ein bisschen Auftrieb und das ist auch das, was wir hier gesehen haben und wenn die Aktienmärkte heute beispielsweise wieder stark nach oben steigen, dann ist es auch nicht ungewöhnlich, dass das Gold nach unten fällt und wir dann wirklich die Bewegung nach unten wieder bekommen. Das wird dann interessant zu sehen. Also der wichtige Marker ist das Tageshoch, was wir hier drüben gehabt haben, vom 14.11. Da schauen wir, was da geht. Wenn wir da drüber liegen, haben wir ein paar, sag ich mal, Tendenzen zur Oberseite hin auch, die man im kurzfristigen Bereich durchaus mit angehen kann. Man muss halt dann nur wissen, man handelt gegen die aktuelle Richtung hier auf Tagesbasis und das muss in die Handelssetups definitiv auch mit einfließen. Gut, da haben wir das. Das passt soweit. Das heißt, an dieser Stelle würde ich sagen, mache ich mal weiter mit dem Martin. Hier ist er mal als Bild und ich nehme den Martin jetzt gleich einfach mal ins Live-Bild auch mit rein. Martin, einen schönen guten Morgen von meiner Seite her. Ich gebe das Wort jetzt einfach mal an dich und sage, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, so ein bisschen kurz gesprochen über den Handelsansatz, was ja unsere Zuschauer in den nächsten Tagen dann auch hier an dieser Stelle von dir erwarten können. Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Also ich höre dich relativ gut. Ich gebe einfach mal ganz kurz die Frage weiter an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf Facebook beziehungsweise auch auf GoToWebinar, dass man das Ganze dort hören kann. Aber ich denke mal, das wird schon gehen. Okay, hervorragend. Ja, dann vielleicht tatsächlich ein paar Worte zu mir. Ja, Martin Görsch, mein Name. Ich bin inzwischen seit 2005 Vollzeithändler, verdiene also mein Geld quasi am Markt, bezahle meine Rechnungen mit dem, was ich aus dem Markt rausholen kann. Und ja, ich glaube, das passt ganz gut, dass ich hier die Ehre habe, quasi dich die nächsten paar Tage hier zu vertreten und die Leute hier in deinem Urlaub ein bisschen zu unterhalten. Unsere Handelsansätze sind ja gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, so vom Grundkonzept her agieren wir da ziemlich ähnlich. Und von daher hoffe ich natürlich, dass ich den Leuten da auch immer ein paar schöne Setups zeigen kann. Ich werde das von der Art her so ein bisschen ähnlich halten, wie du das gemacht hast oder wie du das eben in deinen täglichen Analysen hier machst. Das heißt, wir werden uns immer ein paar Trading-Gelegenheiten anschauen. Ich werde versuchen, Märkte zu finden, die interessant sind, um sie über den Tag zu traden. Wir werden die Analysen fahren, werden von der großen Zeiteinheit so ein bisschen in die kleine Zeiteinheit gehen. Und ich werde mich ein bisschen an dem markttechnischen Ansatz orientieren. Das ist ja auch etwas, was ich sehr gerne trade. Ich kombiniere das dann eben auch gerne noch mit Chartmustern. Und wenn wir so Dinge haben wie Gold oder Öl, dann werfen wir vielleicht tatsächlich auch mal einen Blick auf die großen Zahlen aus den Commitments of Traders, weil das ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Dann zeige ich mal, wie man da vielleicht die Möglichkeit kriegt, langfristige Trends auch zu antizipieren tatsächlich. Und das Ganze dann nachher eben so ein bisschen in die Kombination mit der Markttechnik reinzubringen. Und ich glaube, da werden wir ein paar tolle Trade-Gelegenheiten finden, so in den nächsten 4, 5 Handelstagen.
Ja, wunderbar, Martin. Dann danke für deine Zeit auch heute Morgen wieder, um mal kurz Hallo zu sagen. Wie schon gesagt, der Martin hat es gerade auch gesagt, wir machen das Ganze hier dann auch weiterhin von der Zeit her, wie immer 8:30 Uhr vor der Markteröffnung, dass jeder seine entsprechenden Handelsideen auch schon mit ausbreiten kann. Und ja, damit sage ich an dieser Stelle, Martin, danke für deine Zeit heute Morgen und allen, die hier zugeschaut haben, heute auch wieder gute Trades. Handeln Sie Ihre Setups in den Märkten, wo es Bewegung gibt. Allen gute Trades. Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Tage in den Urlaub. Nächste Woche Mittwoch bin ich hier morgens wieder live auch da. Da gibt es auch wieder die entsprechenden Analysen im Blog. Und bis dahin sage ich allen eine gute Zeit und tschüss. Schönen Tag und bis morgen, ja? Danke, Martin.